Raskic. Ein gutes neues Jahr wünsche ich Ihnen. Wenige Tage nach Jahreswechsel geht's gleich wieder weiter. Ihr habt 5 Wochen Pause gehabt, Winterpause, durch die Tatsache, dass die Saison unterbrochen wurde. Mit welchem Gefühl starten Sie? Ja, ich glaube, jetzt 5,5 Wochen sind jetzt rum. Und wir sind, denke ich mal, alle froh, dass es jetzt wieder losgeht. Sowohl die Spieler als auch das Trainerteam. Und es macht einfach Spaß, dass wir jetzt wieder auf dem Platz stehen dürfen. Es war ja lange Zeit auch fraglich, ob wir es überhaupt dürfen. Aber ich glaube, die Vorfreude ist bei Mannschaft und Trainerteam sehr, sehr groß. 6 Wochen Trainingsphase, Vorbereitungsphase stehen an. Was sollen diese Wochen bringen? Ja, wir wollen an unseren Schwächen arbeiten, aber auch an unseren Stärken. Wir wollen die Zeit einfach nutzen, um viele Spiele bestreiten zu können. Wir wollen jedem Spieler auch die Chance geben, sich zu zeigen, vielleicht die, wo etwas hinten dran waren, dass sie Spielzeit bekommen, dass sie zeigen, dass es vielleicht von mir oder vom Trainerteam ein Fehler war, dass sie draußen saßen. Und für mich ist es wichtig, einfach gut zu trainieren und viele Testspiele bestreiten zu können. Sie reden von Schwächen. Was sind die Hauptarbeitspunkte, die Sie in diesem Bezug ansprechen? Ja, wir wollen einfach trainieren, dass wir gegen tiefstehenden Gegner mehr Lösungen finden, besser vors Tor kommen. Das war in der Vorrunde mit Sicherheit ein großes Manko von uns und natürlich die Chancenverwertung. Das ist aber leicht gesagt, das ist eigentlich schwer zu trainieren. Klar, man kann aufs Tor schießen, man kann flanken, aber im Grunde genommen liegt es, glaube ich, auch sehr an den Spielern, dass man da einfach mit mehr Entschlossenheit und vor allem mit mehr Wille das Tor dann auch erzwingen möchte. In der Winterpause gab es bereits 4 Vertragsverlängerungen. Was ist das für ein Signal für Sie und für die Mannschaft? Ja, das sind 4 wichtige Spieler, Felix Bauer, Alex Aschauer, Max Reichert und Marvin Gnase. Das sind alles wichtige Spieler für uns. Max Reichert, den die wenigsten kennen, ist eine tolle Nummer 2 hinter Yannick Ellermann, der wirklich ein Top-Torhüter ist, den wir schon jetzt die 2. Saison bei uns haben. Wir sind froh, dass wir ihn haben. Und die anderen 3, Alex Aschauer ist der 2. beste Torjäger, hat natürlich Begehrlichkeiten geweckt bei anderen Vereinen. Ihm gefällt es bei uns, deshalb hat er auch um 3 Jahre verlängert. Und Felix Bauer und Marvin Gnase sind, glaube ich, zusammen über 15 Jahre bei der Normannia. Und wir sind einfach froh, dass wir gerade diese Qualitätsspieler auch für uns gewinnen konnten für die nächsten Jahre. Wird es weitere Unterschriften bis zum Start der Rückrunde geben? Wir sind in Gesprächen. Es kommen jetzt andere Spieler natürlich dran. Aber ich denke mal, dass wir auch in näherer Zukunft auch wieder Vertragsverlängerungen bekannt geben können. Wird es Neuzugänge in der Winterpause geben? Stand heute nicht. Okay. Ich wünsche Ihnen alles Gute für die neue Saison. Machen Sie es gut. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön.